Die Leichtathletin konnte am 3. Juni 2010 beim Top-4-Meeting am Unionplatz in St. Pölten eines ihrer leider seltenen Feste feiern. Gleichzeitig waren Einsatzkräfte ganz in der Nähe nach einem schweren Unglück am Morgen ganzen Tag mit ihren Arbeiten beschäftigt. Wir möchten daher anfangs daran denken, wie nah oft im Leben alles beisammen liegt. Es ist auf einem kleinen Sportplatz kaum möglich, ohne Verdeckung zu filmen. Die dazu nötigen Geräte der professionellen Fernsehanstalten stören leider zusätzlich. Will man bei einer Veranstaltung große Starterzahlen bei persönlichem Einsatz aller Beteiligten sehen? So muss man möglichst jungen Nachwuchs zur Veranstaltung einladen. Allerdings ist gerade hier das Problem der ewigen Verdeckung durch weitere Personen und Gegenstände noch deutlicher. Beim Start ist die geänderte Kameraposition günstig. Dann empfiehlt es sich, einen guten Teil der Runde herauszuschneiden.
So, das ist ein Applaus. Oft ist die Verdeckung unvermeidbar, aber diesen Eindruck hat man nicht immer. Bitte gern. Kids Run 850 Meter und dann die 100 Meter Volle für die Männer. So, jetzt geht es über 250 Meter und da sind schon ein paar ganz, ganz gute Läufer im Raum. Der Veranstaltungsleiter mit seinen Sprecherunterlagen würde alleine sicher nicht stören. So, jetzt ist genau eine Runde absolviert und dann haben wir noch eine Abschlussrunde im Kids Run über 850 Meter. Letztes Jahr der Birthday Run und vorher der Kids Run über 850 Meter. Und dann bitte ein Hinweis für alle VIP-Gäste, bitte um 16.40 Uhr. Ist Treffpunkt auf der Terrasse. Diese Durchsage hatte wohl auch mit der prominenten Staffel für den karitativen Zweck zu tun. Insgesamt ist die Veranstaltung als gelungen zu bezeichnen. Es gab eine Vergleichsmöglichkeit nationaler Hoffnungsträger mit den geladenen ausländischen Gästen und bei beiden herzeigbare Leistungen. Leider sind von 4 Top-4-Meetings heuer nur noch 2 übrig. Auffallend, wo sogenannte Manager die Organisation übernahmen, ist diese offensichtlich nicht mehr möglich. Es bleibt wohl unter dem Strich zu wenig über. In St. Pölten, wo man relativ günstig am Unionplatz agieren kann und wo noch viel Freiwilligeneinsatz dabei ist, kann man offensichtlich noch eine herzeigbare Veranstaltung über die Bühne bringen, welche für aktive und Publikum ein Fixpunkt im Jahreskalender werden sollte. Die Verdeckung der eigentlichen Aktion für Mitfilmende ärgert schon seit Jahren umso mehr, je bedeutungsvoller eine Veranstaltung in Österreich ist. Auf diesem engen Platz muss man sie teilweise in Kauf nehmen, teilweise sollte man aber besser planen, um sie nicht unnötig auszuweiten. Auch auf diesem Sektor ist Nachwuchs gefragt. Die Preise für die Ausrüstung sind mittlerweile erschwinglich, aber wenn man kaum störungsfreie Bilder machen kann, werden nicht viele zu finden sein, welche sich bei Wind und Regen oder brennender Hitze stundenlang auf den Platz begeben, um was zu dokumentieren. Schade, es ist eigentlich der einzige Schwachpunkt der Veranstaltung gewesen. Aufgrund der Beschränkung auf eine Videodauer von 10 Minuten bei YouTube gibt es einen zweiten Teil, der die aufgenommenen Disziplinen zeigt.